Ein Patentrezept für jeden, der sich gewinnend verlieben möchte, sagen wir es mal so, ist, sei so authentisch wie möglich, sei so ehrlich, wie du zu dir selbst noch sein kannst, dann kommt eine Liebe in dein Leben, die zu dieser Authentizität passt. Mhm. Wenn du hungrig bist und du gehst in den Supermarkt, dann holst du dir irgendwas zu essen, manchmal auch zu viel. Mhm. Wenn du hungrig bist und gehst auf den Liebesmarkt, dann kann genau das Gleiche auch passieren. Wenn du eine Rolle spielst, kriegst du die Liebe, die zu deiner Rolle passt. Herzlich willkommen zum neuen Führich-Talk. Heute geht es um das Thema Gesichtslesen und wer möchte nicht seine Begabungen oder seine Talente vielleicht näher kennenlernen? Und dazu habe ich heute eingeladen Erik Stender. Hallo. Hallo Erik. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Gesichtslesen ist mein Handwerk. Ja. Das heißt, ich nutze Gesichtslesen, um Beratung zu geben. Und die Beratung, die kann alle Bereiche im Leben erfassen, denn das Gesicht hat ja mit allen Bereichen des Lebens zu tun. Mhm. Wir verändern uns im Gesicht, je nachdem, ob es uns gut geht oder schlecht geht, gesundheitlich oder mental. Und das Gesicht altert, das Gesicht hat dadurch auch Spuren. Mhm. Also da kann man das mit dem Gesicht schon so einiges anstellen. Und ich nutze eben das Thema Gesicht lesen, um Rat zu geben. Ich nutze allerdings auch beigefügte Dinge wie der Habitus, wie Alltagsgesten, wie sich jemand zum Beispiel auch im Fahrstuhl verhalten würde oder wie sich die Stimme verändert. All diese Dinge spielen auch eine Rolle. Im Fahrstuhl verhalten würde. Also mir ist nur aufgefallen, dass die meisten im Fahrstuhl immer eher runterschauen oder irgendwo hinschauen. Ja, da haben wir ja schon zwei Richtungen. Ne? Was bedeutet das? Ja, erstmal ist der Bodenkontakt oder der Blick nach oben angesagt. Ne? Das ist auch interessant, wenn wir nach oben fahren, schauen wir oft nach oben. Wenn wir nach unten fahren, schauen wir seltener nach oben, weil das Gefühl kein balanciertes Gefühl wäre. Spannender ist allerdings, wie jemand den Fahrstuhlknopf drückt. Da kann man ja viel schon erfahren über einen Menschen. Ne? Ich glaube, was jeder im Gesicht sehr schnell erkennen kann, ist, ob jemand fröhlich ist oder traurig. Ja. Was auch die meisten Menschen kennen, ist, dem geht's gut oder es geht ihm nicht gut. Ja. Und das beinhaltet oft, der ist gesund oder der ist krank. Mhm. Wir können auch erkennen, ob jemand da ist oder abwesend ist. Also du siehst, ich habe schon ein paar Dinge genannt, die grundlegend sind, nämlich Emotionen, Gefühle, Gedanken und auch Gesundheit. Das heißt, Gesundheit kann man wirklich aus dem Gesicht lesen? Richtig, dafür ist es da. Okay. Unser Gesicht ist deshalb so präsent, übrigens eben nicht nur bei uns auf dem Kopf hier, sondern auch in Magazinen. Überall sehen wir ja Gesichter. Magazine verkaufen sich auch besser, wenn ein Gesicht vorne drauf ist, ja, weil es eine Informationsquelle ist. Ja, aber Gesundheit jetzt, schon massive Gesundheitsprobleme oder auch Kleinigkeiten? Ach, ich würde sagen Kleinigkeiten. Je genauer wir einen Menschen kennen, umso eher fallen uns eben Kleinigkeiten auf. Das muss man dazu sagen, weil wir vergleichen das, was wir sehen, mit dem, wie sich dieser Mensch normalerweise optisch sonst gibt. Ja, deswegen gibt es ja kleine Tricks wie Make-up und Co. Aber die Großen sind natürlich viel leichter erkennbar. Ich meine, wenn jemand gelb anläuft, ja, oder blau anläuft, ich denke, da wird jedem klar, dass die Gesundheit sehr stark bedroht ist. Ich habe auch irgendwo gehört, dass wenn man bei den Augenlidern unten so bräunlich ist, dass es dann die Nieren sind und so. Ja, also genau, das könnten beispielsweise die Nieren sein, aber da muss man wirklich auf die Farben achten. Es könnte auch in ein Violett übergehen, dann ist es eher Cortisol, ein Stresshormon. Es könnte ein gräulich sein, dann hat es eher was mit fehlendem Schlaf zu tun, manchmal auch mit Eisenmangel, weil man Eisenmangel, ja, hat man ja auch oft im Zusammenhang mit Grippe. Auch dann hat man diesen gräulichen Schleier drunter. Dann gibt es die ganz weißen, milchigen Stellen unter den Augen. Das hat man bei Trump zum Beispiel sehr gut sehen können. Der hatte also so Schwellungen und weiße Unterlidschwellungen. Sah ja auch sehr komisch aus, so als ob er unter der Sonnenbank lag und mit so einem drauf. Da ging es dann tatsächlich um Nebenniere und solche Dinge. Also es kommt dann auch auf Nuancen an, genau. Jetzt sucht man dich auf, wenn man zum Beispiel seine Berufung herausfinden möchte? Das ist neuerdings sehr häufig der Fall. Ja. Also ich mache den Job jetzt seit 19 Jahren. Mhm. 19 Jahre, ist mir heute Morgen erst aufgefallen. Und das war lange Zeit, war im Fokus, ich will mich kennenlernen, was sind meine Potenziale, wie geht's mir, ich habe in Liebe und Partnerschaft ein Problem, wie könnte ich mich sonst noch ernähren? Das waren so die Headlines, die wichtigsten Sachen. Und seit 2, 3 Jahren hat es diese Frage nach der Berufung oder nach der Lebensaufgabe, manche sagen Bestimmung, mir gefällt der Begriff nicht ganz so gut,
hat sehr stark zugenommen bei uns in Mitteleuropa. Die ganze Situation rundherum hat das wahrscheinlich. Richtig, die Leute hatten mehr Zeit zum Reflektieren. Ja. Und dann reflektiert man nicht drüber, sollte ich weniger Brot essen, sondern die reflektieren natürlich schon tiefer. Und man fängt an, sich Fragen zu stellen, muss ich wirklich jeden Tag 8 Stunden im Büro sitzen? Mhm. Oder mit wem bin ich denn da zusammen seit 10 Jahren und sehen jetzt 24 Stunden? Vorher war es vorhin am Wochenende. Mhm. Ja, und das macht die Menschen wohl nachdenklich. Und jetzt ist jedes zweite, vielleicht jedes dritte Reading, so nenne ich das, jede Session, geht primär um das Thema Berufung. Ist aber schön eigentlich. Ne? Mir macht es Spaß, aber es ist auch herausfordernd, denn es ist nichts, was man schnippt. Also ob jemand eine Leberproblematik hat, das lässt sich sehr schnell sehen. Ja. Aber es ist natürlich etwas, wo man die Persönlichkeit erstmal wahrnehmen muss von einem Menschen, seine Talente herausarbeitet von diesem Menschen. Dann schaut man auch, welche dieser Talente sind in Betrieb, welche werden genutzt, welche sind vergessen oder noch nie wahrgenommen worden. Man kann auch Lernsätze dadurch formulieren. Und daraus könnte man dann eine Art Archetyp, so eine Art Überschrift geben, damit dieser Mensch weiß, berufungsmäßig komme ich in diese Richtung. Ich muss natürlich für das Land oder die Region, in der ich lebe, auch das Zeitalter, vielleicht einen passenden Job finden. Aber auch da, es muss ja nicht immer der Job sein, wo wir unsere Berufung leben. Wollte ich gerade sagen, wir können unsere Berufung leben und können aber trotzdem einen anderen Job nebenbei noch dazu machen. Ne? Ich rate das sogar vielen, weil Beruf, da denken viele, Berufung hat mit Beruf zu tun. Aber eigentlich hat es mit sich berufen fühlen zu tun. Und sich berufen fühlen, das findet man vielleicht nicht immer im Job. Ändert sich das eigentlich auch? Also wenn angenommen, ich suche dich jetzt auf und du würdest mir jetzt, ich bin jetzt ein 25, ja, und du würdest mir jetzt sagen, du bist dazu berufen, egal was auch immer, Schauspielerin zu werden, ja, also in der Öffentlichkeit irgendwie, und dann plötzlich mit 55 oder 60 oder 70, dass sich das plötzlich ändert. Dass sich da vielen Dank für diese Frage. Sie ist mir noch nie gestellt worden. Und deshalb Dankeschön. Ja. Das ist eine philosophische Frage, die Gesichtleser auch untereinander unterschiedlich beantworten würden. Denn das ist das Huhn- oder Ei-Frage, könnte man fast sagen. Ich persönlich glaube, die Berufung steht mit deiner Geburt fest. Wenn du ein sehr guter Gesichtleser bist, kannst du die auch gleich erlesen. Aber ich glaube auch, dass viele Berufungen nicht sofort erreicht werden sollen oder vielleicht sogar mitgeteilt werden sollen, sondern dass wir durch Phasen gehen, die uns darauf vorbereiten. Und dann haben wir zwischendrin Phasen, die sich schon anfühlen, als ob es die Berufung ist. Und dann merkt man aber nach 15 Jahren, also irgendwie alles ausgelernt. Könnte ja noch was anderes kommen. Das heißt, für den, der die Berufung hat, ist es vielleicht so, als ob sie sich ständig ändert. Ich glaube, sie ist aber schon immer da. Aber sie muss sich erst rausbilden und bekommt Unterstützung durch das, was wir davor machen. Wie gesagt, ist philosophisch. Vielleicht ändere ich auch meine Meinung dazu noch in den nächsten 5 Jahren. Das ist so akut meine Meinung. Also bei mir war es so, ich wollte immer, ein Restaurant führen. Und habe aber erst jetzt seit Kurzem, bin ich drauf gekommen, dass ich diese Interviews mache, zum Beispiel. Ja? Die mir jetzt fast mehr Spaß machen als das Restaurant, ja. Aber vielleicht, weil ich das Restaurant, wie du sagst, schon 30 Jahre mache und irgendwie, ja. Beide Dinge haben aber etwas gemeinsam. Die Interviews führen und das Restaurant. Es ist der Austausch mit Menschen. Ja. Es ist das Hinterfragen nach Bedürfnissen von Menschen. Ja. Und es ist eine Bühne. Das heißt, wir haben da schon 3 Talente von dir entdeckt, die du damals schon gelebt hast und jetzt lebst, nämlich das Talent der Bühne. So heißt das, man setzt sich ab von einer Gruppe und will was präsentieren. Dann Talent der Menschen, das sind sogenannte People Skills, das heißt, man hat Bezug zu Menschen. Und die Neugier, Talent of Explorer, die kann man natürlich auch als Wissenschaftler ausüben oder was auch immer, Entdecker. Und du hast sie in diesem Bereich ausgeübt. Ich denke, das Restaurant-Business, ich nenne es mal so salopp so, war durchaus schon ein Training für das, was eben jetzt kommt. Wie gefährlich kann es sein, wenn du mit deinen Aussagen etwas über eine Person erzählst oder erklärst? Ja. Jede Aussage kann gefährlich sein. Genau. Auch die auf der Straße, dass ich jemand auf der Straße niederbrülle. Ja. Und dann bei diesem Menschen etwas auslöse. Ja. Oder ich nutze ein Wort, das diesen Menschen triggert und dann geht er nach Hause und flippt endgültig aus. Ja, genau. Jede Aussage, jede Tat ist gefährlich, wenn man es so negativ sehen will. Ich sag mal eines vorab. Ich glaube, jeder Mensch hat aber auch ein bisschen Selbstverantwortung. Und irgendwo hinzugehen, und wenn es die Kapazität zum Beispiel in der Krebsforschung wäre, weil man Krebs hat, man kann trotzdem noch mal zu einer zweiten Kapazität gehen und sich da eine Meinung holen. Also jeder hat eine Selbstverantwortung und kann sie nicht nur auf diese Autorität abschieben, bei der man war. Ja.
Gesichtleser nach Aristoteles ausgebildet. Also das war einer der ersten in unserem Kulturkreis. Der hat den Alexander den Großen beraten. Der hat ja auch Physiognomia geschrieben, also die Bedeutung des Körpers und des Gesichtes. Gesichtleser nach Aristoteles bekommen beigebracht, dass jeder Rat, der gegeben wird, jede Meinung, die gegeben wird, wertschätzend ist und dass sie weder gut noch schlecht, positiv oder negativ sein soll. Sie soll abwägen und sie soll Potenziale aufzeigen. Leider ist auch dieses Urherangehen aufgrund der menschlichen Entwicklung ein bisschen durcheinander geraten. Und da gab es dann eben Kollegen wie den Herrn Huter, der hat zwischen 1890 und 1914, Erster Weltkrieg dann, 30 Bücher geschrieben, also der hatte schon was drauf. Aber der lebte eben in einer Zeit, in der man stark gewertet hat. Und dann hat der den Zeitgeist damit reinfließen lassen und eben nicht mehr die Originalherangehensweise in so einer Sache. Ich versuche meinen Schülern beizubringen, nicht zu werten. Ja. Man kann einen schlechten Tag haben, dann rutscht einem auch mal eine Wertung raus, weil niemand ist perfekt. Ich glaube auch nicht, dass jeder Zahnarzt immer gleich gut ist. Ja, ich würde nicht nach 10 Uhr zum Zahnarzt gehen. Nicht nachher? Nein, weil da hat er ja schon 7 oder 8 Kunden gehabt. Also vielleicht ist er ja inzwischen aber die Schmerzgrenze ist, dann gebe ich so um 14 Uhr am besten. Ne? Ja, das meint sein, aber ich gehe lieber, wenn ich der Zweite oder Dritte bin, weil der natürlich nach dem 7., 8., 9. nicht mehr in der Form ist wie beim Ersten. Ja. Aber das ist natürlich verstandesgemäßes Herangehen. So, deshalb sage ich meinen Schülern, haltet euch bitte an die Urregel aller Gesichtleser. Übrigens, die Chinesen haben die gleiche Herangehensweise, auch die südamerikanischen Gesichtleser. Du bist ja sehr viel in China, ne? Jetzt gehe ich gerade wieder her, genau. Ja. Ich habe da gelebt, in Hongkong. Ja, also ich kenne also auch diese Herangehensweise. Und ganz wichtig, viele unterschiedliche Techniken nutzen, um ein Gesamtbild zu erhalten. Mit nur einem Thema etwas anschauen, macht dich eben zu einem, ich sag's wirklich ein bisschen hart, Fachidioten. Das gilt übrigens auch für andere Disziplinen wie die Medizin. Ich finde es gut, wenn man ein bisschen breiter auf ein Thema hinschaut. Ja. Und ist es wirklich so wie in manchen Filmen oder in manchen Serien, in Kriminalserien, wo es da eben Mentalisten gibt, die halt aus dem Gesicht lesen können, ob jemand der Mörder ist oder ob jemand, gibt es das wirklich? Also, ob jemand der Mörder ist, lässt sich im Gesicht nicht sehen. Ja, es gibt so Gesichter, wo man denkt, dem traue ich nicht über den Weg, ob er dann gleich der Mörder ist. Ne? Und dann gibt es, das sind ja die besonders unscheinbaren, die ganz normal aussehen und dann die größten Verbrecher sind. Ne? Also darauf, man merkt ja schon, da kann man sich nicht so ganz drauf verlassen. Ich habe natürlich auch Polizeikräfte ausgebildet in Profiling und Verhörmethoden. Und natürlich kann man anhand von Verhörmethoden, anhand der Mimik dann auch, Gestik, herausfiltrieren, ist es wahrscheinlicher oder war es, wenn man es faktenbasiert dann auch ein bisschen machen kann. Ne? Wenn man weiß, der war um 9 nicht zu Hause, wo war er denn, dann befragt man den, dann schaut man, wie er reagiert. Diese Wege gehen natürlich schon. Und dann kann man es zum Beispiel in diesem Bereich nutzen. In Filmen ist das ein bisschen überspitzt, aber es gab mal eine Fernsehserie, die hieß Lie to Me. Ja, genau. Richtig. Ja, du kennst die, genau. Und da war der große Mimikleser, der Professor Ackman. Genau, der den habe ich auch gemeint. Ja. Kennst du? Der ist mittlerweile Ende 80. Ja. Der war da Berater für diese Sendung. Der hat da mitgeholfen, damit das eben ein bisschen mehr Sinn ergibt. Die erste, zweite Staffel, die fand ich noch toll. Die dritte, da ging denen so ein bisschen der Stoff aus. Dann wurde da ein bisschen was zusammengereimt. Das war ein bisschen Arc Hollywood. Gut, das will der Zuseher sehen, ja? Die meisten, ne? Das will die Masse sehen. Ja. Mir hat es geholfen. Davor war ich für viele ein Einhornreiter oder irgendwie Wu-Wu, sagt man im Englischen. Ja. Mittlerweile wurde dann den Leuten klar, Moment mal, im Gesicht steht ja tatsächlich mehr wie, der sieht gut aus. Ja. Ja, wobei das natürlich interessant ist, dass Menschen das überhaupt vermutet haben. Mhm. Ja. Was auch hilft, ist jetzt die Gesichtserkennung. Ja. Die ist natürlich auch mit Vorsicht zu genießen, aber sie findet statt. Sie findet überall. Jeden Tag. Man muss nur ins Smartphone schauen, dann öffnet es sich. Und das wird noch stärkere Kreise ziehen. Also unser Auge wird zur Erkennung viel mehr herangezogen werden. Der Fingerabdruck kann mit dem Auge gar nicht mithalten. Denn das Auge hat 250 Mal mehr Aussagekraft als ein Fingerabdruck, weil die Iris viel mehr Möglichkeiten dafür bietet. Also von daher stehen uns da schon noch einige Veränderungen bevor. Ich habe da nämlich jetzt ein lustiges YouTube-Video gesehen von einer Paula und die gibt immer so Schminktipps und sie hat gesagt, sie fängt sich jetzt an, ganz stark zu schminken, so wie eine richtige Diva und sie möchte schauen, ab welcher
ab welchem Schminkvorgang das Handy sie nicht mehr erkennt. Oh, interessant. Und das Handy hat sie die ganze Zeit bis am Schluss, und hat sie am Schluss überhaupt nicht mehr erkannt. Mhm. Und das Handy hat sie aber trotzdem, es hat sich noch geöffnet. Oh, dann hat sich sogar verbessert. Ja. Denn noch vor 4, 5 Jahren, ich bin ja auch im Silicon Valley tätig, ja, hat sich das Handy orientiert an 18 Referenzpunkten, ja, im Gesicht. Und ich glaube, wenn man sich so richtig Mühe gibt, so mit Schminken und so, hätte, ja, man die vielleicht konterkarieren können. Ja. Aber offensichtlich ist auch da weiterentwickelt worden. Mhm. Ich weiß auch, dass diese Lügendetektoren, mhm, die früher nur Blutdruck gemessen haben und Hautwiderstand und Temperatur, ja, die messen jetzt auch Veränderungen in den Augen, mhm, und sind dadurch bis zu 95% korrekt. Interessant, ja. Naja, solange mich mein Handy noch in der Früh erkennt. Ja, ich habe eins ohne Gesichtserkennung. Ja. Sieht man auch in den Gesichtern der Menschen, was sich in den letzten paar Jahren, die Traurigkeit, oder hat sich da irgendetwas verändert? Weil ja doch sehr viel Stress in der Luft gelegen ist und sehr viel Veränderungen und. Ich habe einen Kunden im Silicon Valley, der hat mich noch im ersten Jahr gefragt, was hat sich verändert? Also da war ja die Pandemie noch sehr groß. Mhm. Und ich habe gesagt, mir fällt auf, dass die Menschen sich seltener in die Augen schauen und mehr auf den Boden. Mhm. Weil das in die Augen schauen heißt dann, könnte drinstehen, hilf mir. Ja. Oder man sieht eine Not oder eine Angst. Mhm. Und das möchte man nicht wahrnehmen, weil es bedeutet immer, man wird mit der eigenen Angst konfrontiert oder es heißt, hilf mir. Das will auch nicht jeder. Ja. Deswegen haben sich die Leute womöglich in dieser Phase häufig am Boden orientiert. Ich merke, dass sich jetzt langsam wieder dejustiert. Mhm. Ich finde aber auch, dass es sich polarisiert, dass viele dadurch viel offener geworden sind und dass viele viel enger geworden sind. Also mir fehlt die Mitte, die es früher gab. Mhm. Also es gibt jetzt extrem interessierte Menschen am anderen. Man sieht es ja auch am Wunsch, lebendig zu sein, zu leben. Ja. Machen ja auch mehr, ne? Mehr als früher. Mhm. Da gehen Leute auf einmal auf Partys, die seit 10 Jahren nicht mehr gegangen sind. Mhm. Und andere gehen überhaupt nicht mehr raus. Also das ist das, was ich hauptsächlich wahrnehme. Und dann natürlich auch die Neugier in den Gesichtern, die stärker geworden ist bei der einen Gruppe, mhm, und die Ignoranz, die bei anderen stärker geworden ist. Das, mhm, ist, ich glaube, das hat jeder wahrgenommen, vielleicht nicht als Gesichtleser, aber einfach, indem er offen durchs Leben geht und ein bisschen mal umguckt, wie es im Bekanntenkreis aussieht. Ist es dir schon oft passiert, dass du bei Menschen gelesen hast, eine Begabung, zum Beispiel eine Sprachenbegabung, mhm, und die Person hat genau mal seine Muttersprache gesprochen, mhm, und du hast die Person darauf aufmerksam gemacht, mhm, und plötzlich ist diese Person draufgekommen, weil ich tue total leicht bin, Sprachen zu lernen. Mhm. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Es ist ein Erinnern an die Talente von einem Menschen. Ja. Weil wir kriegen ja oft in der Kindheit bereits Talente aberzogen, mhm, das ist so die harteste Variante, oder die Eltern bemerken nicht die Talente des Kindes, ja, und tun dann, ich sag's mal positiv, was das Beste für das Kind ist. Was man wahrscheinlich selber gerne gemacht hätte, ja. Ja, das, genau, die Gruppe gibt's auch. Ja, mach mal das, ja, und ja, mal gucken, ob der Kleine es hinkriegt. Ja. Ja, und da gibt's noch andere Gründe, Sicherheitsgründe und sonst irgendetwas. Mhm. Aber das Erkennen von Begabung, was eigentlich Hand in Hand geht mit einem Talent, das ist Teil der Aufgabe, ja. Mhm. Dazu muss man übrigens nicht mal Gesichtleser sein. Mhm. Theoretisch braucht man dazu nur Beobachtungsgabe. Mhm. Und wenn wir zum Beispiel im Kindergarten sind und Kinder beobachten, dann schaue ich einfach, wo haben die Kinder ihre Präferenzen, also, ja, wenn sie keine Vorgaben haben. Und dann sehen wir, es gibt Kinder, die singen halt lieber und es gibt Kinder, die buddeln zeichnen, lieber im Sandkasten. Ja, und es gibt welche, die wollen lieber die Kinder trösten, die gerade weinen. Mhm. Da haben wir ja schon so eine Grundausrichtung. Mhm. Ja, das hat denen keiner beigebracht. Aber es kommt von unten, von innen hoch, vom Unterbewusstsein vielleicht. Mhm. Ja, und da zeigen sich so erste Talente. Wofür wirst du am meisten gebucht? Über welches Thema? Das hat natürlich sehr stark mit meiner eigenen Ausrichtung zu tun. Mhm. Ich könnte eigentlich jeden Tag 10, 20 Readings halten. Mhm. Ich mache mittlerweile vielleicht 10, 15 im Monat, mhm, weil ich viele andere Dinge auch zu tun habe oder tun möchte. Ich schreibe meine Bücher, ich schreibe meine Lernkarten, ich gebe Interviews, ich mache Aufklärungsarbeit, ich gebe Vorträge, aber ich unterstütze vor allen Dingen Menschen in ihrem eigenen Wachstum. Das ist mir meine größte Herzensangelegenheit. Menschen mit Potenzial, die wachsen wollen. Und die betreue ich jeden Monat, jede Woche. Egal welches Alter. Genau, mhm, das ist die tolle Sache. Vom kleinen Prinz, sage ich immer, oder, mhm, der Prinzessin, bis zum uralten Kaiser ist alles dabei. Ich finde es auch immer sehr faszinierend, wenn mich ältere Herrschaften buchen, also mit viel Lebenserfahrung, mhm, vielleicht auch viel Erfolg im Leben gehabt.
dass die jetzt, ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, aber manchmal sind da 30 Jahre Abstand dazwischen. Mhm. Ja, und dann denkst du, guck an. Und ich merke dann, diese Leute brauchen einfach mal wieder ein relativ neutrales Feedback, einen Spiegel, einen Spielpartner, damit Wachstum entsteht. Ja, ja. Wie findet so ein Reading statt bei dir? Sehr unterschiedlich, erstmal im unterschiedlichen Rahmen, vom Hotel bis zum Büro, bis zum ich komme nach Hause zu denen. Also nur persönlich? Oder geht es so, dass ich dir auch ein Foto schicken kann und du sagst mir, ah wirklich? Ja, aber Foto schicken heißt immer, ich sage jetzt sehr männlich, ja. Ich lese ein geparktes Auto. Ah, okay. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie das fährt, der Wagen. Mhm. Ich weiß auch nicht, hat er TÜV und hat er genug Benzin drin und solche Dinge. Mhm. Also das wäre praktisch so, naja, da steht halt was. Mhm. Ich weiß auch nicht, wie die Innenausstattung ist. Mhm. Mit anderen Worten, jetzt mal weg von diesem männlichen Bild. Ein Foto kann, ja, in Prozent, 50-60% von einer Disposition oder von einem Hinweis hergeben. Und da muss man aber mal schauen, was dann wirklich passiert. Per Zoom oder Skype oder was es da für Moderne gibt, geht auch. Mhm. Da kommt jetzt die Mimik dazu. Ja. Da hilft mir aber das Foto dann doch, weil dieses Bild auf Zoom ist nicht sehr akkurat. Mhm. Also die Farben, was da akkurat ist, sind mimische Muster. Die kann man dann da gut lesen, auch die Stimme. Deswegen ist dann die Kombination wichtig. Im Idealfall ist live. Und die Person, speziell jetzt die weiblichen Personen, wobei Männer machen ja mittlerweile auch Schönheits-OPs oder lassen sich jetzt auch mit allen möglichen Unterspritzen. Aber hallo. Ja. Wie verfälscht das? Wie weit? Wie könnte man das nennen? Ja, verfälscht. Es verfälscht nicht, es überschreibt. Mhm. Denn wenn jemand so oder so aussehen will, obwohl er so oder so nicht aussieht, habe ich ja auch eine Aussage über den. Nämlich die Aussage, der will so oder so aussehen. Mhm. Warum will er denn so oder so aussehen? Es ist halt sehr umständlich, dann dadurch wieder Rückschlüsse auf die Persönlichkeit zu finden. Es ist einfach aufwendiger. Aber die Person musste das dann dazu sagen, dass sie was machen hat lassen, oder würdest du das auch sehen? Also erstens mal sagen es viele von alleine. Mhm. Ich finde es sehr interessant, dass Menschen, die zum Beispiel Gesichtsveränderungen vorgenommen haben in unterschiedlicher Art, sehr darauf brennen, dass man das Gesicht liest. Also das Gesicht ist für die einfach ein Thema. Mhm. Die meisten Menschen, die in ihrem Gesicht Veränderungen haben vornehmen lassen, sind sehr interessiert am Gesicht. Deswegen habe ich sogar viele Kunden, vor allen Dingen in Los Angeles, Dubai, in New York, da habe ich recht viele, auch in Hongkong, da habe ich recht viele, die Gesichtsveränderungen haben machen lassen. So, die wollen aber wissen, wie wirke ich denn jetzt damit? Es ist häufig sehr auffällig, weil es fast zu perfekt ist. Mhm. Und wenn man, ich habe 15.000 Menschen gelesen etwa in meinem Leben, dann hat man schon Vergleichsmöglichkeiten und sieht, das ist, oder man sieht etwas überbetont, so sehr überbetont, dass selbst das Leben es nicht so überbetonen würde. Kann man auch mal falsch liegen oder unsicher sein und dann frage ich nach. Aber wenn man zum Beispiel Botox verwendet, dann kann man ja diese ganzen Mimiken nicht mehr machen. Ja. Und diese Mimiken machen ja dann eigentlich die Fältchen, die uns ja, die unseren Charakter eigentlich prägen. Also man kann, ich sage das auch jedem Herrn auch und jeder Frau, wenn sie gerade eine Botox-Behandlung hatten und die ist mindestens 2 Monate her sein, sonst macht das keinen Sinn. Ja. Also mir fehlt einfach mimische Muster, um Dinge bestätigen zu lassen. Ja. Mhm. Und also dadurch fallen einfach Informationen weg. Ich will ja wissen, wie der tickt oder was er fühlt. Und da brauche ich die richtige, das sind 43 Muskeln im Gesicht, das darf man nicht vergessen. Die sind nach einer Botox-Behandlung eben erstmal eingeschränkt. Ja. Das dauert dann wieder. Und wenn man es zu oft macht, dann sind sie womöglich noch häufiger eingeschränkt und bewegen sich noch seltener. Das ist ja so ein bisschen auch die Kritik. Wie gesagt, ich bin neutral. Wenn das jemand machen möchte, der wird seinen Grund dafür haben. Aber die Kritik, die man hört, ist ja, dass die Mimik eingeschränkt ist und damit auch die Möglichkeit, seine Gefühle und Gedanken auszudrücken, nochmal ohne Worte. Und da wir Spiegelneuronen haben und damit den anderen spiegeln können, fällt das ja weg. Das heißt, die Empathie wird reduziert. Und auch die Möglichkeit, Informationen weiterzugeben, die der andere verstehen kann. Mhm. Und das trennt uns eigentlich, neben noch ein paar anderen Aspekten. Da habe ich ja richtig Glück, dass ich kein Botox verwende. Aber auch nur aus dem Grund, ich habe Angst davor. Und es gibt auch mittlerweile sicherlich andere Produkte und vielleicht auch andere Möglichkeiten in 10, 20, 30 Jahren. Wenn man es braucht. Wenn man es braucht, ja. Du sagst Kunden in Dubai und so weiter. Fliegst du zu Kunden selber dann hin? Wirst du gebucht und fliegst dann extra dorthin? Also mittlerweile sind es 22 Länder. Ich muss dazu sagen,
Am Anfang, als ich also endlich mal arbeiten konnte als Gesichtleser, denn das hat lange gedauert, ja, bis ich den richtigen Ort gefunden habe dafür, noch vor 18, 19 Jahren, war in Europa das nicht besonders gefragt, beliebt, verpönt, also musste ich nach China. Aber am Anfang war ich dann so begeistert, dass ich so ziemlich jeden Job irgendwo angenommen habe, wenn er in einem anderen Land war, einfach aus diesem Enthusiasmus heraus. Ah ja, super, was? Mhm. Bangladesch, da war ich ja noch nie. Ja, Kambodscha, schön. Wow, da ist ein Kombinieren Retreat. Mit Reisen ist schön. Ja. Und dann habe ich das kombiniert. Es gibt Unternehmen, die holen mich ins Land, ja, oder schicken mich wohin, mhm, in ein anderes Land, ja, Stadt. Für die Mitarbeiter? Ja, mhm, zum Beispiel. Oder für die Führungsebene oder für eine Vertragsverhandlung, ja, oder für Einstellen, Ausstellen. Oder da gibt's, die Bandbreite ist sehr groß. Mhm. Aber weil ein Einzelner ein Reading will, mhm, und mich jetzt einfliegen lässt, Für ein einzelnes Reading. Ja, also man, mhm, kennt ja das von Sportlern, die ihren Friseur einfliegen lassen. Und dann, ja, fliegt er, also das ist bisher erst zweimal passiert. Mhm. In 19, hast du aber gemacht, oder nicht? In 19 Jahren und eher am Anfang. Mittlerweile, ja, müssen, mhm, die kommen. Mhm. Also ich bin da, wenn du es unbedingt haben willst, noch innerhalb der nächsten Woche, dann musst du aber herkommen. Dann kann ich das hier richtig noch ausnutzen, wenn du hier bist in Wien die paar Tage. Ja. Ja, genau. Bin schon sehr gespannt. Ja, aber das, ich finde es das großartig, dass du das so schön kombinieren kannst, weil du kannst eigentlich dann deine Arbeit mit Abenteuer kombinieren. Wenn man abenteuerlustig ist. Ja. Genau, ja, wenn man abenteuerlustig ist. Mein Lehrmeister in China war es nicht. Mhm. Für den war es schon ein Grauen nach Beijing, also nach, mhm, Peking, wo er eine Schwester hatte, zu reisen. Mhm. Und er hat es nie verstanden, dass ich da wie ein quirliges Frettchen da durch die Gegend renne. Mhm. Aber das ist in mir drin. Da gibt es sogar ein Talent dafür im Gesichtlesen, das heißt Talent der Welt. Mhm. Man nennt es auch Talent der Reise. Mhm. Das sind also Menschen, die einfach umtriebig sind, mhm, und sich wohlfühlen, wenn sie unterwegs sind. Es gibt wie ein Fernfahrer, da fragt man sich auch manchmal, mein Gott, die rattern da die Kilometer runter. Wie kann man das nur machen? Und natürlich ist nicht jeder Fernfahrer glücklich, aber es gibt, mhm, welche, die können sich gar keinen anderen Job vorstellen, weil sie das erfüllt. Piloten oder die Kapitäne auf, ja, auf Schiffen, mhm, haben wahrscheinlich das Gleiche. Ne? Und er war das nicht und hat das häufig kopfschüttelnd wahrgenommen. Und ich kann mich sogar erinnern, dass meine Großmutter damals gesagt hat, da war ich ja noch, die hat das gar nicht mitbekommen, dass ich Gesichtleser wurde, die verstarb früher. Die hat aber damals schon, wo ich beruflich anders unterwegs war, gesagt, bleibe im Lande und nähre dich redlich. Das steht, glaube ich, irgendwo in der Bibel. Mhm. Und ich habe das nie verstanden, warum ich das tun soll. Kannst du dir selber auch das Gesicht lesen oder hast du dir das dann von deinen Lehrern lesen lassen? Ich war froh, als ich noch meinen Lehrer hatte, also noch, ja, lebte. Oder seine, wo war das? In Hongkong. In Hongkong, ja. Oder seine Kollegen. Mhm. Werde ja jetzt auch welche wieder sehen. Habe mich immer lesen lassen, weil ich so eine Art habe, mich selbst ein bisschen zu überpositiv zu lesen. Also, und damit meine ich jetzt nicht, oh, wie toll ich wäre, sondern eher, wenn ich ein Problem im Gesicht habe, dass ich sage, ja, das geht übermorgen schon wieder weg. Mhm. Ja, also anstatt, dass ich es ernst nehme. Ja. Es gibt ja auch andere Menschen, die sehen sich kritischer, als sie sind. Ja. Meinst du Problem jetzt gesundheitlich oder meinst du Problem in welchem Sinn zum Beispiel? Ja, zum Beispiel ein gesundheitliches Problem. Ja. Ich wache morgens auf, habe graue Schatten, habe hier 2, 3 Pickel entwickelt, mhm, und dann kannst du dir natürlich sagen, ja, ich weiß, wofür es steht, aber das ist in einer Woche wieder weg. Mhm. Ich könnte mir natürlich auch sagen, hey, dein Körper will dir was sagen. Ja. Wie wäre es denn, wenn du drauf hörst, wenn, mhm, du schon das ganze Zeug gelernt hast? Ne? Mhm. Ja, also da war es ganz gut, mal so einen Elternherrn da vor sich sitzen zu haben, ja, weil der den Zeigefinger hoch und blieb dann auch an mir dran und dann gab es da keinen drinnen. Mhm. So hat man immer noch einen Verstand, der einem da so ganz schön interessante Ausreden da präsentieren kann. Das gibt es schon. Mhm. Ja. Aber im Grunde, es ist sehr schwer, sich selbst anzulügen, wenn man diese Technik beherrscht. Mhm. Und ich würde auch jedem raten, einfach sich selbst häufiger anzuschauen. Auch ohne, dass man diese Technik beherrscht, wenn man sich selbst anschaut, ist man wieder mit sich selbst verbunden. Wir verbinden uns ja dadurch, dass wir Menschen anschauen. Mhm. Nur wir schauen uns selbst ja nicht an. Wir stehen morgens am Spiegel und putzen die Zähne. Das ist ja nicht sich angeschaut. Also ja, es gibt Menschen, die machen sich ein bisschen mehr Mühe und schminken sich und sonst was. Aber auch das ist in einem Detail orientiert. Aber sich selbst in die Augen schauen, das tun wir ja gar nicht. Ich mache das manchmal 5 Minuten, weil ich habe das von Robert Betz. Mit dem habe ich einmal ein Seminar gemacht. Und der hat gesagt, schau dir hin und wieder mal 5 Minuten lang nur in die Augen. Das, genau, ist sehr berührend. Absolut. Ja, also 5 Minuten ist lange. Absolut. 5 Minuten ist sehr lange, ja. Es, aber das ist extrem lange, wieder, genau. Ja. Das, mhm, ist ja schon für die meisten schwer, das mit dem Partner zu tun. Mhm. Im Partner in die Augen zu schauen, ja. Ja, mhm, so lange. Mhm. Und dann das doch bei sich selbst. Mhm. Das klingt einfach, nö, ist es, mhm, nicht.
Ja, aber das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, um wieder mit sich selber in Kontakt zu treten und herauszufinden, was will ich denn wirklich. Wenn sich jetzt Menschen gerade kennengelernt haben, und könntest du dann sehen, ob die zusammenpassen oder nicht? Erstmal, ich glaube, dass jeder Mensch auf irgendeiner Ebene mit einem anderen Menschen zusammenpasst. Mhm. Die Frage ist, wie weit, wie tief, welche Ebene. Und selbst wenn es so wäre, wird es dann auch tatsächlich gemacht. Mhm. Ich habe ja auch Liebe und Partnerschaft als Beratung. Und die Paare, die zu mir kommen, die überraschen mich. Ich habe manchmal Paare, wo man eine Übereinstimmung von Wesensmerkmalen und Interessen, sagen wir mal, von 50% sieht. Das ist sehr viel. Ja. Und, aber die haben sich bis aufs Fleisch bekriegt. Ja. Und dann habe ich Paare, wo man ganz wenig sieht, so vielleicht so 5-6%. Ja. Und die lieben sich und kommen damit bestens klar. Also es spielen offensichtlich noch mehr Dinge eine Rolle als welche Hobbys hast du und haben wir die gleichen Wesensmerkmale oder ergänzen wir uns oder das Gegenteil, Gegenkräfte ziehen sich an. Das ist tatsächlich extrem individuell und das sieht man, wie stark Sozialisation, eigene Lebenserlebnisse, Kultur, wie das alles noch eine Rolle spielt. Mhm. Ja. Mhm. Was Spaß macht ist, wenn ich im Hotel sitze, irgendwo auf der Welt und mir ist langweilig und ich sehe da, dass sich da was anbahnt. Und ich frage mich selbst nochmal, sehen, ob das was wird. Und ich tippe mit mir selbst, wie sich das wohl so entwickeln könnte. Mhm. Das ist mal so eine lustige Sache. Eine Partnerin von einem Gesichtsleser zu sein, ist sicher nicht so einfach, oder? So ist es. Also für mich, ich lese ja privat gar nicht. Mhm. Das ist mir einfach zu anstrengend. Das ist wenn ein Beruf. Du eine Partnerin hast, dann... Das ist eigentlich ein guter Tipp. Weil wenn ich anfange, jemanden bei einer Anbahnung zu lesen, weiß ich eigentlich schon, ich bin nicht verliebt. Weil eigentlich involviere ich sofort meinen Verstand rein, aber wie ist er denn wohl? Wenn man sich frisch verliebt, ist doch das alles völlig wurscht. Ja. Also das ist für mich auch die größte ganz Hilfe. Ganz am Anfang? Nee, ganz am Anfang ist ganz schlimm. Also wenn du da anfängst zu lesen, du guckst ja durch die rosa Brille oder wir sagen es anders, du guckst ja auf die Persönlichkeit eines Menschen, nämlich so wie er geboren wurde. Deswegen, wir erkennen uns, wenn wir uns frisch verlieben, immer die reine Seele eines Menschen. Deswegen setzen wir den auch so hoch. Mhm. Ja, und später kommt halt der Charakter dazu, und also der Abrieb über die Jahre und da kommen halt Sachen hoch, die nicht so gut sind. Mhm. Deswegen, nein. Aber es ist tatsächlich so, viele glauben, du bist Gesichtleser, wie ist das mit den Partnern und so. Das Problem ist, dass die Menschen das eher nicht wollen. Mhm. Die haben eher die Sorge, ich würde da die ganze Zeit scannen. Dabei scanne ich genauso viel und wenig, wie jeder andere seinen Partner, Partnerin scannen würde. Mhm. Ja? Mhm. Also das ist ja anstrengend auch. Und wenn wir lange mit jemandem zusammen sind, dann sind wir auch Gesichtleser bei diesem Menschen. Weil wir einfach so viele Situationen optisch, stimmlich erlebt haben. Wir können das immer vergleichen mit dem, was wir eigentlich noch aus der und der Situation können. Und das ist eben der große Frust bei vielen Menschen, weil viele Menschen kennen ihren Partner noch aus der Verliebtheitsphase. Und jetzt ist nach Jahren nicht mehr diese gleiche Energie da, dieses gleiche Lächeln, die gleiche Stimmfrequenz, die gleichen Augenbewegungen. Das Leuchten in den Augen ist weg. Mhm. Also machen Sie Gesichtlesen. Und dann ist das große Weinen manchmal. Das ist dann eigentlich schon der Ausläufer, oder? Wir sollten lieber lachen am Schluss. Ja. Weil viele meinen, mein Gott, ich kenne meinen Mann oder ich kenne meine Frau schon in- und auswendig. Und in Wirklichkeit ist es aber gar nicht so. Ich frage die Leute oft, wie gut kennst du dich selbst? Mhm. Und wenn mir einer sagt, ich kenne mich zu 100%, dann ist der eigentlich für mich kein Gesprächspartner, weil das ist überhaupt nicht möglich. Mhm. Wir können uns nicht 100% kennen, weil Situation hat man jetzt in Corona gesehen, wie jeder unterschiedlich reagiert hat. Mhm. So, wie kennst du dich gut? Ich glaube, wenn jemand sich wirklich gut kennt, darf er mit Fug und Recht sagen, ich kenne mich zu 80%. Mhm. Ich glaube, das halte ich für normal. Mhm. Ich glaube aber, dass die meisten sich zwischen 20% und 80% kennen. Mhm. Nehmen wir an, du kennst dich zu 80%. Ja. Wow. Weil die meisten Menschen leben ja in einer Komfortzone. Von 9 bis 5 arbeiten, ich habe mein Kombi, ich habe diesen Job, ich weiß, in 5 Jahren geht es in die Rente, das ist mein Fußballverein, fertig. Mhm. Nächstes Jahr heiratet der Sohn. Das ist ja, wo sind denn da die Bereiche außerhalb dieser Komfortzone, wo man sich kennenlernt? Man lernt sich nur kennen, wenn man neue Erfahrungen macht. Die können gut sein, die können schmerzhaft sein, aber du lernst dich selbst immer nur unter neuen Erfahrungen und Erlebnissen kennen. So lernen sich Kinder kennen. Mhm. Und wir Erwachsene sind darauf getrimmt, ab einem gewissen Alter möglichst nicht mehr Erfahrungen außerhalb der Bubble zu machen. Deswegen wird das ja so groß gefeiert, wenn einer jetzt Bungee-Jumping gerade mal gemacht hat oder. Also wenn ich mich jetzt irgendwo zwischen 20% und 80% kenne, sage ich von mir aus 80%, wie gut kann ich dann meinen Partner kennen?
Es ist ja Blödsinn zu glauben, dass wenn ich mich 80% kenne, dass ich den Partner zu 100% kenne. Den kenne ich ja noch weniger. Mhm. Und deshalb gibt es diese Überraschung, ich verstehe das nicht. Mein Mann und ich, ein Herz und eine Seele. Und jetzt auf einmal verlässt er mich wegen dieser Jüngeren. Mhm. Ja, da kommt diese Überraschung auf einmal. Naja, eigentlich keine Überraschung, weil dieser Mensch halt mehr Facetten hat, als man wahrgenommen hat. Sieht man im Gesicht auch, ob jemand monogam ist oder abweicht? Das ist jetzt wieder auch etwas mit Rückschlüsse. Mhm. Also es gibt eher Menschen, die von der Persönlichkeitsstruktur eher zur Monogamie neigen. Ja. Und es gibt Menschen, die von der Persönlichkeitsstruktur eher zur, naja, sagen wir mal, zur Umtriebigkeit neigen. Mhm. Mhm. Das könnte man die ewig Suchenden. Ja, mhm. Aber das könnte man alleine von jetzt der Persönlichkeitsstruktur nicht wissen, ja, ob dieser nicht zur Monogamie Leidende jetzt auch wirklich ständig fremd geht. Ja. Das könnte man aber rausfinden durch ein Zwiegespräch, mhm, weil man natürlich dann Mittel der Mimik einsetzen könnte, um zu schauen, ob der jetzt lügt oder nicht. Mhm. Das wäre möglich. Ja, manche stehen ja auch dazu. Ja, das gibt es ja, auch, genau. Und das Thema Liebe ist so komplex wie noch nie zuvor in der Geschichte. Mhm. Also wenn man mal schaut, bei den Römern ging es ja schon durcheinander zu. Aber ich glaube, was wir jetzt alles an Liebes- und Verbindungsmöglichkeiten haben in unserer heutigen Zeit, ich rede aber von Mitteleuropa, ja, das geht im mittleren Westen der USA auch schon nicht mehr. Also aber in Mitteleuropa, ich glaube, das ist einfach extrem bunt und groß und weit und deswegen gibt's auch Überraschungen. Ein Patentrezept gibt es sowieso nicht. Ein Patentrezept für jeden, der sich gewinnend verlieben möchte, mhm, sagen wir es mal so, ist, sei so authentisch wie möglich, sei so ehrlich, wie du zu dir selbst noch sein kannst. Dann kommt eine Liebe in dein Leben, die zu dieser Authentizität passt. Mhm. Wenn du hungrig bist und du gehst in den Supermarkt, dann holst du dir irgendwas zu essen, manchmal auch zu viel. Mhm. Wenn du hungrig bist und gehst auf den Liebesmarkt, dann kann genau das Gleiche auch passieren. Wenn du eine Rolle spielst, kriegst du die Liebe, die zu deiner Rolle passt. Mhm. Und deshalb, was am besten hilft, ist Authentizität. Der einzige Nachteil ist, Authentizität vermindert den Kreis der möglichen Partner. Mhm. Und das macht viele ungeduldig. Mhm. Zeit nehmen für sich, mhm, selbst und dann für den Partner. Das war ein sehr schöner Satz. Vielen Dank für viele ungewöhnliche Fragen. Ah, schön. Also jede zweite Frage habe ich so noch nie gestellt bekommen, deswegen hat es mir auch Spaß gemacht. Schön. Vielen Dank, dass du hergekommen bist. Dankeschön. Extra aus Deutschland heute angeflogen. Bei ein paar Tage bleibst du? Ein paar Tage bleibe ich und dann geht es nach China. Schön, schön. Und vielleicht ergibt sich ja die Zeit, dass wir da... Ich bin ein bisschen neugierig. Bestimmt. Hast mich neugierig gemacht. Freut mich. Vielen Dank, dass du auch dieses Mal wieder dabei warst und ja, bis zum nächsten Mal und ich freue mich, wenn du auch einmal im Restaurant Fury vorbeikommst und auf ein gutes Essen. Bis zum nächsten Mal und ciao. Danke fürs Zusehen. Wir sind auch auf Spotify, Instagram, Facebook und TikTok und hier geht's zum nächsten Video. Ciao.